Ja, also abgebaut wurde hier, wie du schnell feststellen kannst, Silber. Man hat da wohl den Spuren gefolgt. Also ist dann da in merkwürdigen, ja, dieser Gesteinsform ist man dann einfach gefolgt, hat einfach nur das Silber rausgeschlagen und als dann das Silber abbrach, hat man einfach dann unten wohl weitergeklopft, weil, wie gesagt, direkt unter euch dann Neu-Loring liegt. An Silbertrutz seid ihr wohl auch schon vorbeigekommen. Ja, Korund, Morion, schwarzer Topas und Obsidian sind natürlich dann die Edelsteine, die man Kor opfert und die kommen aus aller Herren Welt und aller Herren Länder. Dementsprechend der blutige Neb ist dann auch kein Mittelreicher, sondern wie er euch im Verlauf erzählen könnte, Alan Fana. Rafim hat das eventuell mitbekommen aufgrund, ja, er ist so ein bisschen braun gebrannt, hat das nicht wirklich an seinem Akzent klar gemacht, aber er kommt aus Alan Fana. Gut, weitere Dinge, die ihr herausfinden mögt oder wie ihr euch unterhalten wollt, Askrim. Ich würde gerne in ungefähr 50 Meter Umkreis vor dem Höhleneingang einmal nach Spuren suchen und mich generell einmal umsehen, ob es irgendwelche ja, Niederungen gibt, wo man sich verstecken könnte und die Höhle einsehen. Oder ob hier weitere blutige Abdrücke sind, irgendwelche Reste von Untoten, die hier rumliegen, dass wir dann zu Nacht eine böse Überraschung haben. Ja, wie weit möchtest du aus diesem Bereich heraustreten? So 50 bis 75 Schritt. Gib mir mal eine Fährtenlesenprobe. Ui. Doppel 1. Du hockst dich auf den Boden und kannst dann nicht in deiner Umgebung erkennen, aber vor allem unten bei Neu-Loring, dass es dort wohl viele Spuren gibt, die auch in den Wald führen oder aus dem Wald kommend, der Wurzenbacher Schwarzforst. Und wenn du dich dann wirklich mal abhockst und längere Zeit dann dort verharrst, also vielleicht eine Stunde, vielleicht 2 Stunden. Es gibt keine Bewegung von dort und du bist dir doch relativ sicher, dass Neu-Loring aus dem Wurzenbacher Schwarzforst angegriffen worden ist. Und da du auch keine Leichen erkennen kannst, sind die wohl abtransportiert worden oder selbst gegangen. Okay. Also, das machen die Fährte macht das sicherlich klar. Neu-Loring ist verlassen und aufgegeben. Da waren die Untoten. In deiner Umgebung aber nichts, also diese Höhle ist sicher. Gut. Dann würde ich mich wieder den anderen anschließen und ihren Geschichten über die Götter weiter zuhören, weil mich das selber sehr interessiert. Ich würde noch versuchen wollen, im Gespräch mit den drei Akoluten, beziehungsweise ist der blutige Neb, ist das Sind geweihter Geweihter, Akolut? genau, Mystiker, ein geweihter Okay. Mystiker. Dann halt mit dem Mystiker und den beiden Akoluten und auch mit der Hesinde-Geweihten rauszufinden, was denn so die typischen Aspekte des Chors sind und inwiefern die mit dem, was er jetzt gerade von diesen drei Prüfungen erzählt hat, wie das dem widerspricht. Ob das dem widerspricht, ob das Chor sein könnte, ob das was anderes sein könnte. Das genau wissen willst, die Opfer sind relativ häufig, finden relativ häufig statt. Jetzt sogar Ja. auch hier im Mittelreich dürfte das eigentlich relativ häufig stattfinden. Aber Sinnsaspekte oder Seelenaspekte, wie ihr es vorher sagtet, Nepp, das, Weiß nicht genau, was er damit meint, ehrlich gesagt. Ich weiß es auch nicht. Blutfaust hat er das gesagt. Könnte mir vorstellen, sowas wie, keine Ahnung, Gefühle opfern. Gefühle. Das ist nicht schön. Damit doch ein sehr schwaches Opfer zu sein. Naja, stellt euch vor, ihr könntet nie wieder Freude empfinden. Nicht einmal mehr in der Schlacht. Schwachsinn. Naja, aber genau das ist doch, was ihr gesagt habt, von wegen, dass man Sinnesempfindungen oder so opfert. Den Schmerz könnte man opfern. Ja, aber dann ist der Kampf ja sinnlos. Beziehungsweise wenn man seinen Schmerz nicht mehr fühlt. Schlachten ohne Schmerzen. Die Schmerzen sagen einem, dass man am Leben ist. Genau, was unterscheidet einem dann noch von einem Untoten? Habt ihr mal das dritte Zeichen in der Schlacht gesehen? Von welcher Schlacht sprecht ihr jetzt? Weiß ich nicht, von den barbaradianischen Schlachten um Tobrien herum. Nicht so wirklich, ne?
Ich habe ihn zumindest mal gesehen. Das war in der dritten Dämonenschlacht. Vorher konnte ich ihn nie kennenlernen, aber aus der Entfernung habe ich gesehen, wie er sich verwandelt hat. Wie er Schuppen bekam. Sieht auch nicht wirklich nach Chor aus, aber die Chorkirche sagt, er ist ein Heiliger. Und ihr habt ihn leibhaftig gesehen damals? Ja, war ja nicht zu übersehen. Wenn man sich in ein 3 Meter großes Raubtier verwandelt mit schwarzen Schuppen und... Der Typ hat Herzen gefressen seiner Feinde. Er könnte auch ein Tierkrieger gewesen sein. Davon verstehe ich nichts. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, hat er keine Sinnesempfindung geopfert dafür. Oder weiß man das? Fragen. Ich würde jederzeit mit ihm tauschen. Er ist der dritte Gezeichnete. Ah, Mai, die sind jetzt auch tot. Also. Und? Weil das, der Tod ist nicht, die gegangen sind. Der Tod ist nichts Schlechtes. Was habt ihr gesagt, Raphim? Überleg mal, in was für einer Schlacht er gegangen ist. Wie? Auch wahr. Der größten des Zeitalters. Jeder auf Aventurien kennt die 7 Gezeichneten. Jeder, das musst du dir mal vorstellen. Weißt du nicht, wie viele Leute es gibt hier, aber es sind schon eine ganze Menge. Also, Herr Blutiger Neb, aber ist denn der Aspekt des Chor nicht eher die Selbstopferung? Ist es da nicht ungewöhnlich, wenn ein Tier geopfert wird? Das wird mir doch eher dem Herrn Firun heilig entsprechend. Ja, man... Und deswegen sind es vielleicht 3, weil man nicht nur das Selbstopfer in Betracht ziehen muss. Der Überbringer der Unverwundbarkeit muss natürlich auch seine Stärke beweisen. Ringe mit einem wilden Stier von schwarzem Fell, nieder mit bloßen Händen. Opfere dem, der lachend über das Schlachtfeld schreitet, das Blut des Stieres, bis er stirbt. Das ist aber doch... Gehört es zum, zu den Aspekten des Chors, seine Opfer leiden zu lassen? Nein. Das klingt mir nämlich sehr stark danach, als ob man den Stier leiden lassen würde. Die Leute es darum, Stärke zu beweisen. Die Leute in Punin tun es doch ebenso. Ja, aber es ist ja nicht Chors Aspekt, oder? Nun, aber Mitleidslosigkeit, Mann, dachte ich, auch wenn mir das sehr widerfällt. Vielleicht soll man kein Mitleid mit diesem Tier haben. Also, in Chors Namen, nicht in Travias Namen. Ja, kann denn das Tier überhaupt die Entscheidung fällen? Ob es dieses Opfer bringen möchte? Ist es dann wirklich noch ein Opfer, wenn es nicht freiwillig ist? Naja, es ist ein Opfer des, desjenigen, der den Stier halt tötet. Also, er opfert etwas anderem. Er opfert etwas Chor. Das Tier ist in dem Fall irrelevant, weil es eher geopfert wird. Der andere opfert es schließlich. Er könnte das Fleisch auch essen oder so. Was die deutlich bessere Verwendung wäre. Wie seht ihr denn das, Herr Korian und Herr Raffin? Tieropfer gibt es ständig. Ja, dabei aktiv leiden zu... sollte zumindest nicht der Zweck der Sache sein. Ja, das ist... das Blut. Ah, es geht darum, den Stier so lange zu halten, bis er tot ist. Nach den Trollzackern könnte man sagen, dass wenn man sie jetzt opfert, dass sie im nächsten Leben weniger leiden müssen. Man kann dem Stier doch auch einfach die Kehle durchschneiden, dann ist er schnell tot, anstatt dass es es langsam ausbluten lässt. Es geht auch darum, dass man in diesem Leben viel Leid und Qualen auf sich nimmt, damit man es im nächsten besser hat. Ist das jetzt ein Aspekt von Chor oder von den Trollzackern? Von den Trollzackern. Achso, da war ich gar nicht mehr. Die sind auch bescheuert. Ihr seid doch Trollzacker Askrim, oder? Nein, ich bin Georgskalender. Ah, diese Trollzacker kenne ich nicht. Das ist ein Unterschied. Ja, aber selbstverständlich. Es gibt einen ganz gewaltigen geografischen Unterschied. Mhm. Ah, die sind wie diese, wie heißen die? Berkinas, die sind auch bescheuert. Ja, nun, jedenfalls ist es gut, ein paar Wilde dabei zu haben. Die setzen sich gegenüber und schneiden, bis sie tot umfallen. Was ist das für ein Duell? Das klingt schon sehr merkwürdig. Aber das dritte Opfer, nur um sicher zu gehen. Also man muss keinen Freund opfern, ne? Schon, stark und würdig. Oh. Feind und Freund gleichzeitig.
Und dann soll man sein Herz darbieten. Keine Angst, dann fällt ihr schon mal raus, Trabigor. Weil ich kein Feind und Freund gleichzeitig bin, ne? Weil du kein Herz Freund hast. Natürlich, aber. Oder weil du nicht stark bist. Aber ja. Was? Wie könnt denn ihr das behaupten? Es ist doch ein Ritter. Ich bin stark im Glaube und körperlich. Nun habe ich schon das ein oder andere Armdrücken angetreten. Erinnere dich doch, als wir die komischen, was waren das nochmal? Albioniten oder so? Wie haben sie sich genannt? Als wir gegen die gekämpft haben. Da ist doch, Dingens hier, Trabigor, das auch ganz gut durchgehalten. Hab Dank. Ich habe ihn nicht kämpfen sehen. Ja, du warst ja zu sehr beschäftigt, dich mit der Bahnstrahlerin zu prügeln. Nun aber, und wie doch gesagt, wart ihr derjenige, der eben diesem Mann sein Schwert gegeben hat. Ich gehe davon aus, keiner von euch würde mich als Feind bezeichnen. Von daher bin ich schon mal raus, ja. Ja, aber meine Herrschaften, ihr denkt doch nicht ernsthaft darüber nach, diese Opfer zu bringen. Wir haben doch eben eruiert, dass es sich um eine Verlockung des jenseitigen Mordbrenners handelt. Ja, richtig. So sehe ich das auch. Also bringen wir die Arschlöcher da drin alle um. Wem wir hier opfern. So ist es wohl. Doch kennen wir auch keinen anderen Weg, um in die Klobule reinzukommen. Und wir waren ja noch nicht einmal da. Wir sollten uns das Ganze vor Ort anschauen. Gehe ich davon aus, das ist die bei Hesinde vernünftigste Entscheidung, oder? Also gut, dann sollten wir jetzt uns hinlegen. Wenn das kleine Mädchen hier müde ist, dann ruhe dich aus. Wir brechen noch in der Dunkelheit auf. Dann können wir zumindest Gissas Bognern entgehen. Nun, ich bin auch sehr müde. Von daher sollten wir uns wirklich ausruhen. Wenn wir in der Blutkammer nicht reinkommen, können wir uns immer noch einen Auerochsen suchen, der im Schwarzforst sitzt. Bitte, wem können wir dann entgeben? Was für Bogner? Gissas Bogner. Gissa ist eine Räuberfürstin, die hier im Schwarzforst sitzt. Ach, schon wieder solche Räuber. Ihr habt aber wirklich sehr viele Räuber hier im Mittelreich. Was waren wohl ehemals alles so Barone oder so. Aber Gissa ist wohl ziemlich besonders. Die ist über 70 Jahre alt. Keine Ahnung, was sie mit der getan haben, aber die Bogner folgen ihr. Naja, sie ist eine Frau. Das ist doch nur natürlich. Zuckt mit den Schultern. Ja, kann sein. Gut. Also, kann ich mich jetzt schlafen legen? Ja, leg dich hin. Ich bin wirklich sehr müde. Und wenn ich nicht genug schlafe, kriege ich morgens immer so hässliche Schatten unter den Augen. Verständlich. Ihr dürft meinen Ersatzmantel, das ist wirklich mein letzter, zum Zudecken benutzen. Ja, danke. Wirklich dein letzter? Wie viel hast du denn vergeben? Einen habe ich vergeben. Aber einen sollte man immer als Ersatz dabei haben. So könnt ihr die Nacht hier am Chorschrein verbringen und mitten in der Nacht wieder aufstehen, nachdem ihr geruht habt. Irgendwelche Dinge, die ihr mitnehmen wollt, entweder aus Neu-Loring oder vom Chorschrein, wollt ihr bestehlen. Was gibt's denn in Neu-Loring? Kommt drauf an, was du haben willst. Nee, wir haben ja eigentlich alles. Ich würde vorm Hinlegen nochmal vor die Höhle treten, einmal ein Wolfsgeheul anstimmen und dann den Nordstern suchen, wo ich dann wieder in die Höhle gehe, nach ganz hinten, dass ich auch ja den Mond nicht sehe. Wenn du den Nordstern suchst und dein Wolfsgeheul erklingen lässt, kannst du wohl hören, wie es aus dem Schwarzforst antwortet. Von Tieren. Großen Tieren, tief. Viele, aber keine Wölfe. Irgendetwas Schwarzes sitzt wohl darin. Irgendetwas Großes. Ich möchte einfach nur den Schrein abzeichnen und vielleicht zum Einschlafen noch so ein bisschen eine kleine Skizze von den Schatten, die sich im Bergstollen ausbreiten. Gut. Für den 9 Dukaten opfern. 9 Dukaten. Gold. Gold für Chor. Dann könnt ihr die Nacht in eurer kleinen Höhle verbringen, atmet den Silberstaub ein, der in der Luft liegt, und erwacht dann mitten in der Nacht, als ihr vom blutigen Neb geweckt werdet.
Wirklich ausgeschlafen habt ihr nicht, aber erholt fühlt ihr euch dann nach der langen Reise durch die Wildermark trotzdem. Der blutige Neb ist bereits mit seiner Rüstung angekleidet, die er hier abgelegt hatte, hat sich auch einen Kriegsbogen umgeschnallt mittlerweile und seine blutige Axt. Den Kopf hat er mittlerweile auf das Schwertkreuz gesteckt, das handelte sich dabei wohl um einen Ochse, einen ziemlich großen Ochsen, den er dort oben aufgespießt hat auf das Schwertkreuz. Nickt zufrieden, während das Blut langsam heruntertropft und wohl an den Eisenschwertern irgendwann Rost ansetzen wird. Also gut, aufstehen. Kurze Rast und so. Weiter. Nun. Es ist ja noch ganz dunkel. Ah, es ist ja noch ganz dunkel. Wir können die Sterne sehen. Gissas Bogner erwarten uns ansonsten. Sie sind aufmerksam. Dann sollten wir aufbrechen. So könnt ihr aus der Höhle heraustreten. Ritter Travigor kann sich wieder seinen Ersatzumhang umschnallen. Es ist dann doch empfindlich kalt. Immer noch regnet es von oben herab und Rondra hat euch über den Effort hinaus ihre Donner und Blitze geschickt. Wasser, was sich von oben herunter gießt und der Herbst, der sich angekündigt hat. Irgendjemand wollte noch was sagen? Gut. So könnt ihr mitten in der Nacht, die Sonne ist noch nicht am Himmel erschienen, aufbrechen und Mahira sich den Sternen widmen. Möchtest du irgendwas Spezielles herausfinden? Eine Prophezeiung oder so etwas? Nee, ich möchte mich einfach nur anhand der Sterne orientieren und dabei Geschichten dazu erzählen, zu den einzelnen Sternbildern. Und also ich werde natürlich jetzt nicht so mega laut reden, aber ich unterhalte meine Reisegefährten dabei. Mhm. Was die anderen erkennen können, ist, dass sich wohl beim blutigen Neb das Mal etwas verändert hat. Auch er hat sich natürlich ehemals als Koorkolut, mittlerweile als Geweihter, seinen Finger abgetrennt und auch auf seiner Hand pocht das schmerzende Mal. Allerdings hat er einen zweiten Kreis, der sich um die neun Zacken herumgelegt hat. Er kann auch davon berichten, dass der Blutfaust ehemals auch dieses Zeichen hatte. Er hatte tatsächlich dann auch einen dritten Ring. Dann hat er allerdings seine blutige Faust verloren, wurde abgetrennt und er hat sie sich dann durch einen weiteren spitzen Gegenstand ersetzen lassen. Das hattet ihr ja damals erkannt, als er dort gefesselt saß, dass er nur noch über einen Arm verfügte. Das Schwert mittlerweile hatte ja Corian hinten. Gut, während ihr durch die Dunkelheit hindurch geht, am Gernat entlang, auf der rechten Seite von euch die Wurzenbacher Schwarzforste, die dort liegen und immer mal wieder Tiere, die von dort aus hinüber röhren. Ihr könnt dann auch den kleinen Wurzenbach überqueren. Wenn ihr dann die Hügeltale verlassen habt, auf der linken Seite könnt ihr dann die Länder des Nebels erkennen, die vor allem Asgrim an seine Heimat erinnern und an die finsteren Dinge, die in den Nebeln verborgen lauern. Spinnen. Wisst ihr über das Gebiet? Wie entsteht dieser Nebel? Das ist doch sehr eigentümlich. Meint ihr, das hat das was mit dieser Farblosigkeit zu tun? Habe ich mich noch nie gefragt. Nebel im Allgemeinen nicht. Das sind so etwas wie umgekehrte Wolken. Dicke Wolken. Die vom Himmel gefallen sind. Nun, die aus der Erde aufsteigen. Der Erde da selbst. Schön. Und zum Glück müssen wir nicht direkt in diesen Nebel. Oder? Zumindest das Mal zeigt nicht dorthin. Richtig? Nein, wir müssen weiter am Fluss entlang. Könnt ihr noch mal sagen, habt ihr auch diese... ihr habt auch einen Kreis jeweils, oder? Ich habe den zweiten Kreis. Die zweite Prüfung, der zweite Kreis. Das hat sich danach gebildet. Ah, genau das hätte ich nämlich jetzt vorgeschlagen. Das hängt bestimmt zusammen mit diesen Prüfungen. Das heißt, ich befürchte, dass ihr diese Prüfungen auch bestehen müsst. Das sehen wir, wenn wir dort ankommen. Ah, richtig, richtig. Nichts überstürzen. Wenn man es genau nimmt, sind wir ja schon in einer Globule. Nur nicht zu der, zu wir hinwollen. Faszinierend.
So könnt ihr dem unerträglichen Gelaber von Mahira weiter zuhören, die euch mit weiteren unnützen Fakten über 12, 13, 14, 15 Meilen hinweg tröstet. Neben euch liegt dann noch irgendwann der Gernater Ruinenturm, aber wenn ihr dann an einen kleinen Bachlauf kommt, könnt ihr erkennen, dass sich tatsächlich jetzt das Mal auf der Hand von Korian deutlich in Richtung Osten wendet und ihr wohl erneut diesem kleinen Bachlauf, diesem kleinen Flüsschen folgen sollt. Ich kontere das unnütze Wissen der Hesindegeweihten mit unfassbar unnützem Wissen über die Gebräuche in meinem Heimatdorf und allgemein kriegstechnische Sachen so. Ein Schwert hat diesen und jeden Teil und das heißt so und so, weil das... Alles sehr interessant, sehr interessant. Ach, ich wünschte, wir könnten da eine Rast machen, damit ich mir all das aufschreiben kann. Wir müssen aber rechts abbiegen und aufhören zu reden. Mittlerweile könnt ihr wohl vor euch in diesem kleinen, den Weiher habt ihr selbst noch nicht erreicht, aber ihr könnt eine Felswand erkennen, aus der wohl jetzt Wasser heraussprudelt und sich in einen kleinen Bach ergießt, beziehungsweise hier einen See bildet. Bevor ihr allerdings auf die Lichtung tretet und dort auch tatsächlich Personen erkennen könnt, kann vor allem der Gefahreninstinkt von euch ein unangenehmes Ziehen am Bauch euch warnen. Zudem wird Mahira fast automatisch stehen bleiben und auf eine goldene Blume deuten, die sehr ungewöhnlich aussieht. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Ja. Wirklich? Ja. Stand schon mal bei uns im Weg rum. Im Weg rum? Was ist das denn für eine Pflanze? Keine Ahnung. Das ist Gold. Du darfst gerne mal eine Pflanzenkundeprobe plus 7 würfeln. Pflanzenkunde? Das ist zufällig ein Mirakel plus Talent. Möchtest du Mirakel? Ich bin neugierig. Ja, das möchte ich. So, dann muss ich jetzt erstmal eine Liturgiekenntnisprobe würfeln. Mhm. Und dann ist das, glaube ich, Liturgiekenntnis halbe plus die übrig gebliebenen Sternchen. Ist das richtig? Gar nicht. 5 plus halbe Sternchen. Genau, okay. Also dann hätte ich 12 halbe sind 6, genau. Jo. Sind 11 Punkte, die du jetzt auf deine Pflanzenkunde effektiv darauf bekommst. Warte mal, das trage ich direkt mal ein. Zählen meine ich auch als Talentpunkte, nicht als Erleichterung. Ja, deswegen richtig, trage ich das jetzt bei Boni ein. Genau. Oh. Ach, so viel. Scheiße. Gar nicht so viel, die plus 7 ist da nicht mit drin, aber du hast von den Pflanzen nur gelesen in der Theorie und zwar nicht in Pflanzenkundewerken, sondern in Götterkundewerken. Es handelt sich dabei um eine theoretische Quanione. Die sollten eigentlich nicht existieren, zumindest nicht mehr, warnen vor Gefahr, vor Unheil, weisen aber auch dem Götterkundigen den Weg. Wir sind hier genau richtig. Wir sind genau richtig. Ist das nicht fantastisch? Lass mich raten. Diese Blume ist der Eingang zu dieser Globule. Ha. Richtig? Nein, aber sie weist uns den Weg dorthin. Das ist etwas, was es eigentlich seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden, eigentlich nicht mehr geben sollte. Eine sogenannte Quanione. Während sie das sagt, könnt ihr einen erstickten Schrei von einem Menschen hören, der dann sich in Todesqualen verwandelt und dann in einem blutigen Gurgeln abbricht. Willkommen in der Blutgerbe. Und wo kam das? Weiterziehen. Später wieder abzogen. Dann langsam vorrücken. Ja, es sind nur noch wenige Meter. Ihr könnt neben euch erkennen, wie hier der kleine Fluss sich mittlerweile wohl rot färbt. Und wenn ihr dann herantretet auf die Lichtung, könnt ihr erkennen, wie jetzt ein riesiger Trollzacker wohl neben einem Getöteten steht, immer noch mit seinem blutigen Schwert in der Hand. Hat das wohl gerade seinem Kamerad durch die Brust getrieben.
und holt jetzt gerade Luft. Währenddessen könnt ihr sehen, wie er mit einem Fuß in dem Tümpel, in dem Weiher steht, der ehemals noch klar und idyllisch vor ihm lag und sich mittlerweile in menschliches Blut verwandelt. Bei den Göttern, sollen wir ihn aufhalten? Soldat, Herr der Schlachten, ich betrete dein Reich würdig. Er reckt seine Faust in die Luft und ihr könnt erkennen, wie da wohl zwei, drei Finger fehlen, also nicht nur einer, und sich jetzt mit einem brennenden, ekelhaften Gestank das dritte Mal in seine Hand brennt. Zul da! Ich sag's nicht gerne, aber wir sollten ihm folgen. Er hat eben seinen Kamerad umgebracht, oder? Ja. Sollten ihm folgen. Ja. Yeah. Schaut euch an, reckt euch das blutige, tropfende Schwert entgegen. Menoros Dayilata. Seid ihr würdig? Ob ihr würdig seid? Akimash Samhalya, Mitleidloser. Ich nichts verstehe. Das erfordert einen von uns zum Duell. Was? Das sind die gleichen Worte wie in der Höhle. Natürlich sind wir würdig. Ja, ja, große Krieger, Selbstopfer. Er schaut euch an, schüttelt mit dem Kopf. Ihr dient mir höchstens als Waffenträger. Mehr nicht. Er deutet einmal auf seinen blutigen Gefährten, der mit einem gespaltenen Schädel neben ihm liegt, und deutet dabei mehr mit einem Nicken auf die blutige Axt, die daneben liegt, und wohl auch zwei seiner Finger. Nehmt die Waffe und folgt mir in das Reich des Schnitters, des Seelensäufers. Ja, dann mal los, oder? Nimmt einer von euch diese Waffe. Ich fass das nicht ein, ist ja ekelhaft. Dachte, ich wir wollten zu Chor. Da gehen wir jetzt hier auch hin. Blutiger Schnitter, oder? Ja, während ihr dann noch steht, wird der Trollzacker in das blutige Wasser treten. Ihr könnt sehen, wie wohl die Oberfläche schon leicht angekrustet ist, obwohl es abfließt. Hat sich da wohl schon sowas wie eine rostige, schaumige, rote Oberfläche gebildet, die er dann ein bisschen wegschiebt und dann in die Mitte dieser blutigen Strömung tritt, bis er dann untertaucht und verschwindet. Ja, weil könnt ihr erkennen, wie bei eurem Mystiker die Augen wohl nach oben klappen und sich nur noch das Weiße an der Pupille abzeichnet. Belobude wurde aus dem physischen Bereich gerissen. Sie manifestiert sich spontan in der Realität deres. Aber nur wenn genug Blut vergossen wurde. Sie ist so befleckt. Ihr Wesen ist von Korruption geprägt. Die Tiefen des Strudels zerreißen die Seele. Sie im Ganzen zu sehen zerfetzt den Körper. Sie zu erobern. Nicht möglich. Myranische Legionäre, bosporanische Soldaten und Barbaren aus dem Riesland, aus Rakshasa. Das Wesen des schreienden Limbus ist Konflikt. Welten, die auseinandergerissen worden sind, die in den realen physischen Raum bluten. Das heißt, wir sollten hinterher, oder? Folgen. Das war eine Vision. Ich denke, wir sollten ihm folgen. Der Ort muss sich ständig ausdehnen, um seinen Hunger zu stillen, um zu verdauen und in diese Welt zu wandeln. Wenn wir ihm folgen wollen, müssen wir es jetzt tun. Wir folgen ihm natürlich. Los jetzt. Folge ihm. Nach euch natürlich, werte Dame. Bring ich hinterher. So sei es. Ich nehme die Axt mit. Du greifst die Axt. Ich eile dem Trollzacker hinterher. Okay. So könnt ihr in das Blutbecken steigen, in die Blutkerbe, und einer nach dem anderen verschwindet ihr. Werdet doch ungezogen von einem Strudel. Und die Luft, die euch aus der Lunge gedrückt wird. Nach und nach.